Da bist du ja, Moss. Der Lordkommandant hat uns geschickt, um dir zu helfen. Wir sind gekommen, so schnell wir konnten. Ich bin froh, dass ihr da seid, Jungs. Moss! Mein Zimmer wurde durchsucht. Wir müssen sie finden. Wisst ihr, worum es geht? Wir säubern die Schenkung von Jon und seinen hinterhältigen Männern. Jon? Das ist der richtige Name des Mannes, der sich selbst als Godrik Dornhall ausgegeben hat. Und wenn ich ihn finde, bringe ich ihn dazu, mir den Namen der Person zu verraten, die ihn hierher geschickt hat. Wir benutzen die unterirdischen Tunnel. Wenn ich mich recht entsinne, befindet sich direkt hinter der Küche des Bordells eine Falltür, die uns direkt dorthin führt. Sobald wir dort sind, werden wir von einer Menge potenzieller Feinde umgeben sein. Haltet eure Augen offen. Die Sicherheit der jungen Frau hat oberste Priorität. Bart und Miles, wenn ihr jemanden seht, der Jenna zu nahe kommen könnte, stellt sicher, dass das nicht passiert. Patrick und ich kümmern uns um den Rest. Wenn ihr seht, dass wir euch entgegenkommen, brauchen wir Unterstützung. Sollte das geschehen, verlasse ich mich darauf, dass ihr uns zu Hilfe kommt. Verstanden. Dieser elende Godrik hat einen Krieg gegen die Nachtwache begonnen. Bald wird er einsehen, was für ein großer Fehler das war. Von wegen der Jon. Wir wissen ja schon, wer es war. Questseite aktualisiert. Ja, dann gehen wir nochmal in den Schmugglertunnel, wie wir es sonst auch immer tun. Waren wir ja gerade erst. Haben wir mal wieder alles vorweggegriffen. Unbeabsichtigterweise. Ich speichere einmal. Wer weiß, was da gleich für eine Horde an Gegnern auf uns wartet. Ich denke zwar nicht, dass das passieren wird, aber man kann nie vorsichtig genug sein. So, und von Zauberhand können wir plötzlich auch dahin. Lange dauern, bis die Nachtwache mit ihren Schwertern. So, dann gehen wir mal in die Schmugglertunnel. Password, please. Vielleicht ein erlesenes Tröpfchen aus unseren Weinkellern? Das Fest wird bald beginnen. In Ordnung, ihr dürft eintreten. Ach, das ist ja schön. Das war jetzt aber nicht nett. Er hat sogar die Klamotten von Arryn an, die ich auch gerade anhabe mit dem Falken und dem Mond, dem Halbmond. Hier geht's runter. Kann man bestimmt was klauen, ja. Ey. Jetzt habe ich diese ganze Armada an Leuten hinter mir herrennen, die mir ständig den Weg versperrt. Jungs, ihr seid zu viele. Haut mal ab, ey. Was soll denn das? Alright. Ach, da hinten. Gottes Willen. Na, da habe ich noch ein bisschen was vor mir. Wen haben wir denn da? Jod, wir werden angegriffen. Angeschützt das Mädchen. Da war ja noch einer. Denn her. Okay, der ist schon mal tot. Wo ist die Dame jetzt? Hä? Jenna? Kam ich nicht gerade von da? Ich hab die Übersicht
völlig verloren. Wie bin ich denn jetzt? Ach, ich kam von da. Okay. Ach, da ist sie ja. Ach, hier war auch noch einer. Mit einem Messer. Ich könnte ja mal... Nicht irgendwelche... Upsala. Du Jenners. Hier geht's nicht weiter. Da hinten ist jemand. Da geht's weiter und da geht's weiter. Oh, hier sind aber einige. Moment, das probiere ich einmal, ob das geht. Wenn die so nah dran sind, ob das funktionieren würde. Reiß ihm die Kehle ab! Guck mal, der bewegt sich gar nicht. Hat funktioniert. Voller weg, 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 weg. Gut, dass das Spiel nicht gut genug programmiert ist, um jetzt den anderen die den Toten da sehen zu lassen. Das war völlig unlogisch, aber... merkt er gar nicht. Ist ihm total egal. Und wieder einer weniger. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Aber immerhin schon mal den einen oder anderen ausgeschaltet. Da kommen wir auf jeden Fall nicht vorbei. Mit dem Hund. Was wir aber nochmal machen können, ist hier lang. Oder auch nicht. Aber da können wir lang. Der steht da ja quasi wie, ne? Extra dafür gemacht. Dann kommen wir nämlich auch problemlos an den ran. Sonst machen die uns nämlich alle kalt. Ja! Auf ihn, los! Beiß ihm die Kehle durch! Los! Los, mach doch! Der hat einen Stahlhelm an. Eigentlich geht das überhaupt nicht, aber gut. Naja. Lassen wir mal den Realismus beiseite. Na, da geht's raus. Ach, das sind die beiden, okay. Das hilft mir jetzt aber wenig, weil ich die nämlich nicht kaputt kriege. Okay. Problem. Das eine oder andere Problem aber schon mal weniger. Das heißt, hier können wir jetzt rein. Genau. Oh, große Eisenaxt. Und Geld. Und Geld. Hat sich schon mal gelohnt. Boah, Leute, ihr seid im Weg, ey. Schon mal hier. Kein Problem mehr. Wenn ich hier reingehe, werde ich direkt angegriffen. Da komme ich nicht viel weiter. Und wenn ich hier reingehe, werde ich auch angegriffen. Das heißt, theoretisch bleibt mir nur kämpfen oder kämpfen. Da kam ich her. Ich gehe lieber hier rein, das ist irgendwie... Na, warum? Lauft und sucht Schutz! So, du kriegst jetzt erstmal hier den. Und dann den. Und der auch. Und der schnappt sich den hier und macht den erstmal nieder.
Toll. Ich soll vielleicht auch mal auf den wechseln. Ach, guck mal. Ist doch nicht schlecht. Den machen wir jetzt alle. Sie sind alle tot. Der Weg ist frei. Da brauchen wir gar keine Hilfe. Oh, zusätzliche Beute. Wofür haben wir denn zusätzliche Beute? Brauchen wir aber nicht. Ehrlich gesagt. Können wir ehrlich gesagt nichts mit anfangen. Zweihand-Axt, ziemlich fette. Die aber nicht wirklich gut ist. Wir sind fast Level 6. Ich weiß gar nicht, gibt es hier ein Max-Level? Kann es eigentlich gar nicht geben, ne? Wäre ja unsinnig. Da kommen wir gerade nicht sonderlich viel weiter. Ein Loch in der Wand gibt es da auch nicht. Aber hier müssten noch Gegner sein. Recht entsinne. Oder auch nicht. Aber hier ist, ach Quatsch. So. Auf den. Gucken wir mal, wer da sich so rumtreibt. Da sind bisher zwei. Mehr Löcher sind hier nicht, ne? Doch hier. Schalten wir die einfach mal aus, dann haben wir nur ein Problem. Stealth Operation. Den kriegen wir nicht. Und hier hinten kommen wir nirgendwo rein, ne? Habe ich richtig gesehen, ja. Okay, dann, Alter Falter. Kommen die alle her. Die wollte ich aber gar nicht. Da sind die gleichen, toll. Da müssen wir wohl rein. Was? Klopfst dich jetzt mal mächtig mit dem hier. Ja. Bam. Guck mal, was ich hier abgehe, ey. Beeilung. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir haben doch keine Zeit. Na komm, erstmal muss ich die hier mal. Oh, schön. Ein bisschen Beute muss ich ja hier auch machen. Ach, guck mal, der hat die Tür einfach geöffnet. Schweinerei.
Säbel? Gab's hier noch irgendwas?